Es könnte noch ein sehr, sehr langer Samstagnachmittag hier im Planet Pure Stadion werden, meine Damen und Herren. Schönen Samstagnachmittag. Wir sind zurück in Lustenau. Halbzeitstand. Noch keine Tore nach 45 Minuten im ÖFB Cup Viertelfinale zwischen der Lustenau Austria und dem Tabellen-Bundesliga-Schlusslicht WSG Swarovski Tirol. Es war, die ersten 45 Minuten waren gekennzeichnet von vielen Zweikämpfen, Kampf um jeden Zentimeter im Mittelfeld, wenig Torszenen. Die Tiroler einigen nur mit einer Standardsituation gefährlich. Neuzugang Thanos Petzos in der 6. Minute, aber eine Glanztat vom Lustenauer Tormann Dominik Schirl. 0:0 steht es nach 45 Minuten hier im Viertelfinal. Hit im ÖFB-Pokal in Lustenau. Die Lustenauer Takt ist sehr, sehr gut eingestellt. Immer wieder gibt der Roman Mählich, der Trainer, Anweisungen abseits des Spielfeldes. Er wittert natürlich die Chance, die Riesenchance und Möglichkeit, dass die Lustenauer Austria hier unter die besten vier Mannschaften im nationalen Pokalbewerb einziehen kann und auch soll. 1800 Zuschauer sind hier im Stadion und hoffen natürlich weiterhin auf eine positive Überraschung der Austrianer in den ersten 90 Minuten oder vielleicht auch mehr Minuten im österreichischen Pokal. Für den Einzug ins Viertelfinale gab es 21.000 Euro, hoffentlich nicht als Trostpflaster, weil die Lustenauer, die Grün-Weißen, die wollen natürlich auch ins Halbfinale. Ja, und vor 9 Jahren stand man im großen Endspiel und verlor beim SV Ried im Ernst-Happel-Stadion in Wien mit 0:2. Das war 2011. Vielleicht gibt es wieder einen sportlich-historischen Erfolg der Lustenauer Austria in diesem Frühjahr. Mit nur 2 Neuerwerbungen, Lukas Gartnig und Daniel Steinwender, ist die Austria in die erste Halbzeit gestartet im Spiel gegen Swarovski Tirol. Also Roman Mählich schenkt der Mannschaft vom Herbst eigentlich das Vertrauen und hofft auf die Pokalsensation. Das alles und mehr auf unica-ufbcup.at oder auf Facebook unica-ufbcup. Tja, das war's, meine Damen und Herren. Halbzeitstand. Noch ist alles offen. 0:0. Keine Tore, ÖFB Cup, Viertelfinale, SC Austria Lustenau, WSG Swarovski Tirol, 0:0 nach 45 Minuten. Die Riesensensation ist noch möglich. Schönen Samstagnachmittag weiterhin. Wir melden uns dann mit dem Schlussresümee aus Lustenau.